Heute habe ich Milka Löffelei Oreo. Die hatte ich schon mal vor langer, langer Zeit, aber ohne Oreo-Geschmack. Die Sorte ist jetzt anscheinend neu. Gab's bei World of Sweets mit 20% Rabatt. Die haben so einen Resteverkauf gemacht von den ganzen Ostersachen. Und vorher hatte ich die nie gesehen. Die kosten, glaube ich, 2,89. Und deshalb, ich finde das irgendwie viel zu teuer. Oder sogar 3,89, ich weiß gerade nicht. Aber ich dachte mir dann halt, mit Oreo wollte ich es unbedingt ausprobieren. Auspacken, abbeißen, loslöffeln. Halbmilchschokolade gefüllt mit Milchcreme, mit Vanillegeschmack und Kakaostückchen. Eigentlich soll man es ja abbeißen. Glaube ich, auch schlauer. Voll geil. Eigentlich mag ich so ein Zeug nicht, weil das so sahnig schmierig ist. Aber da sind ganz, 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 ganz viele kleine Keksstückchen drin. Das ist richtig geil. Schmeckt nicht so gut wie die Milka Oreo Schokolade, die ganz normale, die kleine. Kann mich täuschen, aber ich glaube, Osterschokolade schmeckt immer schlechter als normale Schokolade. Ich meine, eigentlich sollte es ja nur eine andere Form haben, aber irgendwie weiß ich nicht. Als ob sie es mit Absicht so ein bisschen machen, aber das. Gut, die Schale isst man nicht mit bei Eiern, das weiß man. Finde ich gut. Obwohl die anderen waren, glaube ich, auch gut. Die waren irgendwie mit Haselnuss. Aber ist schon so lange her, dass ich mich wieder nicht erinnern kann. Habe sowieso bei solchen Sachen so ein Kurzzeitgedächtnis. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. War, glaube ich, ein bisschen kurz diesmal. Aber gut. Dann vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.